So, wir waren ja gestern bei der Polizeistation, sind jetzt hier beim Museum und sprechen mal mit Lubino. Verzeihung. Oui, Monsieur. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Ja, Vielen Dank für Ihre scheinbar Hilfe. ist der Lubino noch nicht da. Was machen wir jetzt? Ja, dann bleibt nur noch da zu dem Hospital zu gehen. Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Okay. Von der Besatzung des Krankenwagens ist keine Spur zu sehen. Gut, gehen wir mal rein ins Hospital. Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Ich suche jemanden, der Jacques Marquet heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht, er ist hier als Patient. Ach so, ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr? Es ist wichtig, ich muss dringend mit Marquet reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Alter Schwede. Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquis nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch. Davon einmal abgesehen, haben Marquets Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquet sind? Natürlich nicht. Wissen Sie, was das für ein weißes Pulver ist? Aber nein. Ich würde mich nie in den Job eines Apothekers einmischen. Deswegen liegen Tabletten immer so schwer im Magen, weil sie aus Gips sind. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich nicht. Erkennen Sie diese rote Nase, Sir? Nein, kenne ich nicht. Das hier ist ein Krankenhaus, nicht wahr? Keine Zirkusmanege. Jo. Wir kümmern uns um kranke Körper, nicht um kranke Köpfe. Ist ja gut, Mann. Was halten Sie von diesem Taschentuch, Sir? Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Probe analysieren lassen. Hammer schon. Das ist Schminke. Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Seit wann sind wir denn angestellt? Können Sie mit diesem Werkzeug etwas anfangen? Oh, alle Heiligen! Das ist genau das, was ich für meine letzte Operation gebraucht hätte. Wie bitte? Ich musste mit einer Stricknadel und ein paar Korken improvisieren. Wenn ich damals doch nur so ein Ding gehabt Hätten wir hätte, den Gulli mein rausholen können. Patient hätte seinen rechten Arm dafür hergegeben. Ich habe schon gedacht, er hat einen Gullydeckel verschluckt oder so. Haben Sie je vom Club Alamut gehört? Nein.
Noch nie. Sagt Ihnen der Name Thomas Moulin etwas? Nein, absolut nichts. Schauen Sie sich das hier an, Doc. Das ist ein echter Edelstein aus dem Mittelalter. Ja, das sehe ich. Bemerkenswert. Ich muss Marquet diesen Edelstein bringen. Er könnte vielleicht seine Bedeutung erklären. Mein Bester, Marquet hat momentan andere Dinge im Kopf. Was denn wohl? Seinen Katheter zum Beispiel. So, bei ihm können wir jetzt nichts weitermachen. Also hier könnten wir in zwei verschiedene Gänge gehen. Wir sprechen aber erstmal mit ihr, weil wir wissen ja gar nicht, Verzeihung, wo wir hin müssen. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, genau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen, die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Nein. Nein, ich führe private Nachforschungen durch. Oh, in dem Fall kann ich Ihnen leider nicht helfen. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ist Marquet von einem Mann in einem Clown-Kostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Okay. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Hätten Sie für diesen Gips Verwendung? Ich bin allergisch gegen Gips. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Woran erinnert Sie diese falsche Nase? Das ist eine Clownsnase. Ganz genau. Fällt Ihnen etwas ein, was man mit diesem fettigen Taschentuch anfangen könnte? Wegwerfen. Vielleicht die Bratpfanne einschmieren. Ich würde Ihnen gern die Hand geben. Werden Sie nicht frech, junger Mann. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Ist das ein Öldetektor? Hä? So ein Ding, mit dem Ölsucher durch die Wüste stapfen. Oh nein. Außerdem nennt man das Wünschelrute und damit wird nach Wasser gesucht. Haben Sie schon mal was vom Club Alamut gehört? Nein. Hört sich sehr romantisch an, nicht? Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morlin. Marquet hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Okay. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6 Uhr 10 auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie pawlowsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel?
Den linken Korridor runter an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2. Und viel Glück. Okay. Was meinen Sie zu diesem Edelstein? Ich würde Ihnen raten, nicht so damit herumzufuchteln. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Gut, also, linker Korridor. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Hallo. Was ist? Ich sagte hallo. Oh, hi. Oh, je. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Alter Schwede. Oh, yeah. Und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bohnermaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bohnermaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Habe Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, diese Labertasche noch weiter zu hören, sonst wäre ich aggressiv. Deswegen, ich frage ihn hier unten gar bis nichts. Bis später. Ja, yeah, passen Sie auf sich auf. Alter, da krieg ich... Boah. Hey, Sie da, da können Sie nicht rein. Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Und wo kommen wir hier hin? Hä? Oui, Monsieur? Ist das Station J2? Ist es, aber Sie gehören hier nicht hin. Wir haben sehr strenge Besuchszeiten. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich bin den ganzen Weg von Kalifornien bis hierher gekommen. Da müssen Sie mit dem Arzt sprechen. So lange kann ich nicht warten. Was ist, wenn er inzwischen den Löffel abgibt? So können Sie hier drin nicht reden. Das hier ist ein Krankenhaus. Sie müssen gehen. Alter Schwede, ist die aggressiv. Hier können wir Mr. Shiny ausmachen. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Hallo, ich will hier rein.
Okay. Soll ich wirklich kommen? Hallo. Oh, hi. Pfeifen verboten, richtig? Richtig. Haben Sie Probleme mit Mr. Shiny? Ja, allerdings. Ich weiß einfach nicht, was heute mit ihm los ist. Ständig zieht er seinen Stecker raus. Was ist los mit Schwester Grendel? Sie ist sauer und gemein wegen gebrochenem Herzen. Oh, das ist übel. Ich dachte, sie wäre nur einfach schlecht gelaunt. Das kommt noch dazu. Übrigens, Sir, ich würde mich lieber nicht so nah an Mr. Shinys Ölventil stellen. Wenn er da was rauslässt, haut es ihnen glatt den Glanz von ihren Schuhen. Mhm. Hey, hübsche Turnschuhe. Danke. Nein. Bis später. Will ich nicht. Will ich passen nicht. Sie auf sich auf. Gut, dann gehen wir jetzt zu Schwester Grendel und jetzt können wir hoffentlich mit ihm reden. Guten Tag, Doktor. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter.